Weil du das gerade gesagt hast mit dem, man schmeckt nichts mehr heute. Man sagt ja, wenn man nicht, der Geschmack weggeht, ist ein Anzeichen, dass du Corona hast. Und wir heute so in der Kantine am Sitzen und am Nebentisch. Das Essen so kacke. Nee, und am Nebentisch fragt einer, oh, es schmeckt so fad, kann ich mal Salz haben? Und alle so, oh. Und haben wir gesagt, so, du bist so generell unter Generalverdacht, wenn du nach Salz und Pfeffer fragst, weißt du? So. Die, weißt du, so Tests, kennst du dieses Riechsalz, von dem du Tote erwecken kannst? So, wenn du, hier riecht's frisch. Aber ganz ehrlich, hast du sowas jemals gesehen, gerochen oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist? Das ist ja kein Salz, da muss ja was anderes drin sein. Ich war keine Ahnung, was das ist. Käsefüße konzentriert, keine Ahnung. Obwohl ich kenne den einen oder anderen meiner Kollegen da, wo ich sagen, der ist Riechsalzspender. da kommt einer und einmal die Woche und kratzt halt den Schorf unter den Achseln aus. Ja, keine Ahnung. Das ist, weißt du, wenn irgendwelche Altkleidertonnen einfach verbrannt werden müssen, weil er da so einen Pullover reingeschmissen hat. Ja, genau. Tut mir leid, waschen reicht nicht mehr. Das muss verbrannt werden. Ja, Brandrodung. Das ist, wenn dann der Altkleidercontainer mit so einem Castortransporter abgeführt wird und in irgendeinem so trockengelegten Salzbergstollen darunter kommt. Jeder zweite Klamottencontainer wird da unten eingelagert. Da wird dann auch so die Geruchshalbwertszeit so auf 20 Millionen Jahre. 20.000 Jahre. Was ist eine Sexpanne? Dass du dachtest, du kommst und dann musstest du groß oder was? Also. Ja, du, wie bei dir in der Nacht. Das kann passieren. Aber ihr Gesichtsausdruck würde ich gerne sehen. Also sie bläst dir gerade ein und du, gleich, ich komm und dann kackst du auf den Bauch. Oh, ja. Du, das ist blöd, wenn du Diarrhö hast. Ja, das kann passieren. Ich musste übrigens mein Highlight der Woche erzählen. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Wochenende war es, ich weiß nicht warum, auf YouTube kam irgendwo ein Video, da hat jemand Mutterwitze vorgelesen. Das ist geil. Ich dachte, die mag ich. Ja. Genau unser Humor. Das Video war 9 Jahre alt und ich dachte, ja, okay, was kann da sein? Hey, und dann kam auf einmal ein Brett, den hab ich nicht kommen sehen. Okay, okay. Und du bist halt verreckt, oder was? Ich bin halt verreckt und das die ganze Woche erlebe ich von diesem Gefühl. Jedem erzählt halt, oder? Ja, habe ich auch schon. Also in der Arbeit jedem, ja. Das ist fast einer der besten Mutterwitze hier. Das, pass auf, ja, okay, ich muss erst in die Situation kommen. Eigentlich müsstest du mich jetzt erst dissen, und dann kriegst du eine zurück, ja? Ja, okay, pass auf, ich hau den ersten raus. Ja. Deine Mutter ist das Body-Double von Sylvester Stallone. Den hast du auch nicht kommen sehen. Deine Mutter ist Linksträger. Okay, der ist ganz nice. Junge! So! Fritolomeus! Wir singen Fritolomeus! Ja, wir singen Fritolomeus! Hey, das ist nicht unser Eingroove-Lied, ja? Ich sing den ganzen Tag schon, in der U-Bahn saß ich da. Es gibt nur einen Fritolomeus! Es gibt. Den ganzen Tag ging das schon so. Ich bin hot, ich bin heiß! Du bist heiß auf Aufnehmen, ja? Ich bin heiß auf Aufnehmen, ja? Ja, gut. Diesmal wird es auch wieder mega professionell. Ich habe. Warum? Ich habe wieder das. Ich habe noch einen Knopf im Ohr und ich werde nachher, weil bei uns fehlt das immer so, wenn wir singen, dass wir immer denken, das Lied ist langsamer oder schneller. Wir treffen nie die richtige Geschwindigkeit. Und jetzt, Alter, du musst dann jetzt, mir folgen. Ich sing's dann ein. Jetzt wird's unfassbar professionell langsam. Unfassbar professionell. Es ist. Wenn wir noch singen könnten, dann wäre es richtig professionell. Ja, aber dafür haben wir ja die Stunt-Doubles dann bald da, die das sehen. Ja. Milli Vanilli. Ja, Milli Vanilli. So, was ihr jetzt nicht mitbekommen habt, hey, gerade große Action hinter den Kulissen. Ja, Freddy hat soundtechnisch alles eingestellt. Wahnsinn. Ich war jetzt 3 Stunden, ich bin extra früher von der Arbeit heimgegangen, um das alles klar zu machen. Sein Jahresurlaub hat er jetzt genommen, um zu Hause. 2021 Jahresurlaub, gone.
ums Mikro einzustellen. Ja. Da war vom Bayerischen Rundfunk, war gerade der Soundingenieur da, hat alles durchgemessen. Jetzt passt alles. Die sind noch hier. Die halten mir so ein Angelmikrofon jetzt durchs Zimmer, hier direkt vors Gesicht. Genau. Hier diese, du, weil du immer so krass schreist, haben sie das genommen, was du immer nimmst, wenn so draußen so fieser Wind ist. Dieses Blockade-Überzug, ja. Ja, das, also im Fachjargon heißt es Dead Cat. Also da ist immer so eine Dead Cat dann drauf. Ja. Okay, Dead Cat. Wie kommen wir auf so einen Scheiß? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich bin da nicht drin, ich weiß nur, so heißt es. Auf jeden Fall, so stelle ich mir das jetzt bei dir vor. So ein ganzes Aufnahmeteam ist jetzt einfach so, so bei es. Dir da. So ist es. Ja. Überall stehen sie rum, mit so einer Klappe auch, wenn wir fertig sind, klack. Und so wie beim Film halt, ja. Nee, bei dir stehen sie mit der Klapse da, in die du dann wieder musst. Die warten, dass sie mich abholen, dass sie mich wieder abholen können für die Zelle. Ja, weißt du, manche haben eine Stunde Hofgang, du hast halt eine Stunde Podcast. Ich sitze auch in so einer Glaskabine wie den USA, ja, bei den Knastdingern so und spreche mit Leuten gegenüber. Ja. Deswegen, wir wären der einzige Podcast, der von Anfang an Corona-konform ist, weil wir immer nur wir unterhalten uns immer durch die Scheibe, so über Telefon. Hallo. Das war schon immer so. Und dann ganz schlecht, jeder drückt so seine Handfläche auf die Scheibe und dann berühren wir uns so. Oh, voll sweet. So ein Bussi so auf die Scheibe, okay, alles klar. Okay. Also dann bringen wir mal das Singerische hinter uns. Ja, und jetzt muss ich mich auf dich konzentrieren, ein. Wahnsinn. Ja. Wie soll ich denn, okay. Also ich steige ein, wenn du Start gedrückt hast. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon, glaube ich, oder? Ich habe das auf YouTube wieder und der kommt recht schnell zur Sache. Also ich drücke auf Play und dann wird es schon losgehen. Das heißt, also wird okay, so wie bei dir halt auch immer mit den Girls und so. Go for it. Ja, schnell losgehen, schnell Ende. Das ist einfach ganz furchtbar. Passt. Also. Okay. Eins, zwei, drei. Hallo? Insel mit zwei Bergen. Nee, warte, das war zu schnell. Du bist so eine Scheiße. Nochmal. Ich höre auf einmal nur Insel. Geht schon los. Ja, pass auf, das geht schon los. Also, eins, zwei, drei. Eine Insel mit zwei Bergen und im Tiefen bei dem Meer. Mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Ruby mag die Insel heißen, ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. Clap! Wahnsinn! Geil! Wow! Alter, das war ja noch viel schlechter wie sonst, ohne Scheiß. Ja. Jetzt haben wir, dummerweise haben wir jetzt drei Parteien, dein Knopf im Ohr und wir beide Legastheniker und das wird ja noch viel besser. Und der Tontechniker mit der toten Katze am Arm. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Das war gerade richtig übel, glaube ich. Viel Spaß beim Zusammenbauen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch so eine, keine Ahnung, 3-Stunden-Aktion wegen den ersten 10 Sekunden. Ja. Das ist geil, dass es gerade so ein ungewollter Kanon einfach war. Weißt du, ich hör den Typen im Knopf singen, ich sing und du auch, völliges Delay. Frere Schacke, Frere Schacke. Wie geht's denn weiter? Schläfst du noch? Ja. So. Ja. Hörst du nicht die Glocken? Ding, dang, dong, bla, bla, bla. Das wäre jetzt mal die deutsche Version zumindest. Geht ja auch auf Französisch. Aber du fängst mit Frate Jacques an, das ist doch Französisch. Ja, stimmt, das heißt der Bruder Jakob. Ja, eben. Irre. Deswegen war ich jetzt gespannt, wie es weitergeht, ob du jetzt hier den Franzosen liest. Ja, nicht wirklich. Ich finde die Sprache super geil. Ich würde sie echt gern können auch, aber ich bin ja sprachmäßig total die Niete. Geht gar nicht. Wenn man Tourette nicht mitzählt. Also in Schimpfwörtern bin ich Profi, ja? Ja. Nee, kann ich nicht. Ich muss dir übrigens mein Favorite der Woche, mein Highlight der Woche erzählen. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube letztes Wochenende war es, ich weiß nicht warum, auf YouTube kam irgendwo ein Video, da hat jemand Mutterwitze vorgelesen. Das ist geil, ich dachte, die mag ich. Ja. Genau unser Humor. Das Video war 9 Jahre alt und ich dachte, ja okay, was kann da sein? Hey, und dann kam auf einmal ein Brett, den habe ich nicht kommen sehen. Okay. Und du bist halt verreckt, oder? Ich bin halt verreckt und das die ganze Woche lebe ich von diesem Gefühl. Jedem erzählt halt, oder? Ja, habe ich auch schon. Also in der Arbeit jedem. Ja. Pass auf. Du kennst du noch vor 9 Jahren den Witz? Ich kannte den nicht und ich finde den nicht. Okay, ist fast einer der besten Mutterwitze hier. Pass auf, ich muss erst in die Situation kommen. Eigentlich müsstest du mich jetzt dissen und dann kriegst du einen zurück, ja? Ja, okay, pass auf, ich hau den ersten raus. Ja. Deine Mutter ist das Body-Double von Sylvester Stallone. Den hast du auch nicht kommen sehen. Deine Mutter ist Linksträger.
Okay, der ist ganz nice. Und stimmt. Aber den kannte ich nicht und den fand ich so gut. Der ist echt richtig gut. Kurz und prägnant. Deine Mutter ist Linksträger. Da ist sofort Feierabend. Ja, da ist genau sofort aus. Danach das Mic droppen und dann out. Aus. Und einfach gehen. Ja, richtig gut. Ja. Finde ich, mag ich, finde ich gut. Ja, also echt, ich fand die ja damals wirklich richtig lustig, muss ich sagen, die Witze. Jetzt muss ich auch schon wieder über nachdenken, was für so ein Scheiß da gab. Also, keine Ahnung, hockt unter der Kasse von Aldi und piept und so ein Scheiß, fand ich immer mega gut. Oder deine Mutter zieht Katapulte nach Mordor, fand ich auch. Das finde ich auch sehr geil. Ja, die fand ich echt geil. Und die Chuck Norris-Witze fand ich auch immer ganz lustig. Also es ist halt so, unterste der Schublade. Ja. Aber hat mir immer echt gefallen, sowas. Ja, aber ich habe schon lange keinen neuen Chuck Norris-Witz mehr gehört. Aber nee, ich auch nicht eigentlich. Also doch, es gab so mit Corona gab es ein paar neue, halt so, keine Ahnung. Ja, aber ich meine einen, der schon 9 Jahre alt ist, den ich noch nicht kannte, so meinte ich jetzt so. Also ja, ich das stimmt. Und also der hat mich richtig gekriegt. Ja. Wahnsinn. Der ist echt nicht schlecht, muss ich der sagen. Der ist gut, ne? Ich habe jetzt auch gerade Bock, so eine Seite aufzurufen und heute eine Folge über Mutterwitze zu machen. Das wäre auch ganz geil. Das nehmen wir uns fürs nächste Mal vor. So, warte mal, hier klingelt gerade, warte mal, Telefon. Wie jetzt? Ja? Freddy, ist die Dönerbude. Deine Mutter dreht sich nicht mehr, du sollst mal gucken kommen. Ja, richtig, genau, den kenne ich schon. Scheiße. Da war ich in der Scene gerade, das ging nicht. Das hast du gesehen, wie von langer Hand ich hier noch ein Setting installiert habe? Krass vorbereitet. Ring, ring. Ja, wer könnte das denn sein? Ich habe echt gedacht, dein Telefon, weil du mich letztens noch gedisst hast, weil mein Handy gebimmelt hat. Ja, schön. Nee? So schön, ja. Schöne okay. Anekdote auf jeden Fall. Mehr habe ich nicht vorbereitet. Ich wollte den Mutterwitz unterbringen, dann der Rest ist your stage. Du, ich habe jetzt gerade erst mal in unser Postfach geguckt. Ich bin ja, ich muss zugeben, ich bin da wirklich schlecht mit so Hörer-Featuren und sowas. Weißt du ja, das ist halt nicht so mein Ding. Aber so, du hast eine Abfrage gestartet gehabt und das fand ich echt interessant auch. Und es kam, Musikrichtungen. Fand ich gut. Von Nico war das, glaube ich. Genau. Also heute grüße ich Nico. Ich fand das, danke für den Support, ich hab Bock da drauf. Leider hat Marco die Arbeit damit, deswegen kommen wir nicht vorwärts, was das angeht. Ja, nee, wir müssen das auch, das müssen wir wieder voreinander machen, sonst geht's ja nicht. Ja, da brauchen wir dann beide so einen Knopf. Ja, ist so wie bei Wetten, das, weißt du, jeder hat dann so einen Knopf im Ohr. Ja, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, das ist wirklich Arbeit. Ich verstehe das auch, dass das nicht so fun ist, dann alle Lieder reinzuschnibbeln mit kurzen Teilen und so weiter, dass die Leute checken, worüber wir eigentlich sprechen und warum wir eigentlich das so feiern. Das ist schon schwierig, würde ich sagen, ja. Aber das kommt noch, das kommt noch. Das kommt vielleicht irgendwann noch. Dann, also erstmal vielen Dank für das viele Feedback, aber ein paar Sachen, zum Beispiel die Lina hat gesagt, wir sollen über Sexpannen reden. Ja, Alter, bei Männern gibt's nur eine Sexpanne. Nee, aber haben wir da nicht schon drüber geredet, über Sexpannen? Also vielleicht habe ich hier wieder so einen Schlaganfall und habe auch vergessen, dass wir über Gummibärenbande... Über schlechten Sex und sowas haben wir halt mehr oder weniger gesprochen. Schlecht in... Ja. Nein, wir haben auch über Peinlichkeiten, die beim Sex passieren können. Nee, du hast darüber gesprochen. Ja, ich habe drüber geredet. Ja, aber ist doch... Ich meine. Ja, aber die wollen halt noch deeper reingehen, würde ich sagen. Was ist eine Sexpanne? Dass du dachtest, du kommst und dann musstest du groß oder was? Also. Ja, du, wie bei dir in der Nacht. Das kann passieren. Aber ihr Gesichtsausdruck würde ich gerne sehen. Weißt du, sie bläst dir gerade ein und du, gleich, ich komm und dann kackst du auf den Bauch. Oh! Ja. Du, das ist blöd, wenn du Diarrhö hast. Ja, das kann passieren. Und du machst dann so voll die Muster. Du legst zuerst deine Hand ihr auf den Bauch und dann wie die Aborigines und dann... Ja. Sprites, die Sprites. So. Ja, Entschuldigung. Ja, du bist im Thema drin, verstehe ich. Ich bin ends im Thema drin. Fäkalsex und so, voll mein Ding. Fäkalkunst, das ist dein Ding. Ne? Genau, ich kacke auch immer auf Leinwände. Ja. Du alter Expressionist. Ja, total. Nee, hatten wir natürlich irgendwie schon, aber kann man ja vielleicht nochmal... machen oder so, keine Ahnung. Muss ich tatsächlich überlegen, was ich so groß für als, also was für mich unter Sexpanne laufen würde. So. Ja, ich meine, es ist doch wirklich so, bei Männern ist es doch eigentlich immer nur eine Panne. Es ist halt, wenn es einfach rum ist ums Eck. Ja, dann ist so. Ja, oder es gar nicht dazukommt. Ja, aber wahrscheinlich unter Sexpanne ist, was weiß ich, auch geil ist, 69er und du furzt dir ins Gesicht oder so.
Ist das dir schon passiert? Dann machen wir eine Folge, ohne Scheiß. Wenn du da Redebedarf Nein, drüber mir, hast. Nein, mir ist das noch nicht passiert. Aber ich meine ja, das wären wahrscheinlich so Sexpannen, oder was? Also. Ja, oder wahrscheinlich Gummi zerrissen. Ja, oberste Priorität, Gummi weg. Ja. Das ist schon so eine echte Panne, ja. Also, da musst du erstmal auf Tauchstation gehen und fischen und sowas, ja. Aber stopp, anscheinend gibt's noch Redebedarf. es geht noch mehr. Ja, okay, dann können wir über solche Sachen, okay, darüber können wir reden. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt viel außer Gummi gerissen und so groß dabei, aber ja, können wir mal drüber. Das Dumme ist, unser Niveau ist ja so unten, dass wir immer mal wieder auf diese Schiene zurückgreifen, ja, um Hörer zu generieren. Das ist halt immer, wir haben doch das Thema immer irgendwie mal am Start. Das ist unser Problem. Also eigentlich sind wir beide extrem intellektuell, aber wir haben so eine Marktforschung betrieben und dann war so eine Werbeagentur und die hat uns dazu geraten, wir müssen so auf der Pimmelwitz-Schiene fischen. Richtig. Ja? Und deswegen kommen wir immer wieder, also uns missfällt das auch. Kloaken fischen. Jeder von uns lernt hier diese absolut unterirdischen Texte immer auswendig und wir rezitieren das. Ja, ich habe hier auch so ein Hip-Hop-Rap-Reimebuch habe ich immer offen, damit ich richtig tief greife im ganzen Vokabular. Aber bei dir hat sich noch gar nichts gereimt. Du bist ja ein Wahnsinns-Rapper. Ich bin jetzt der Rapper. Ja, da bin ich echt schlecht drin, glaube ich. Okay. Okay, was macht der Alkopegel? Nur kurze Zwischenstandsmeldung. Also der Alkopegel ist noch safe, aber ich habe ganz schön aufgeladen, muss ich sagen. Also ich habe hier die zweite Mische Kuba, dann habe ich mir noch ein Lele gemacht und dann habe ich mir eingebildet einen kleinen Baileys. Mann, du baust dir schon so eine kleine Bar auf, oder? Ja. Neben dem Mikro. Ja. Mann. Und ich habe aber auch ein großes Glas Wasser stehen, was ich danach wieder zum Blumengießen verwende. Ich wollte gerade sagen, es steht da. Abstehen für die Blumen. Man merkt wieder mal, du bist professioneller wie ich, eindeutig. Ich bin jetzt bei der dritten Mischung, sie ist leer, obwohl wir gerade 13 Minuten haben. Ich dachte, du wolltest jetzt nur noch auf Bier umsteigen. Nee, Bier macht so voll. Aber stimmt, du bist ja auch im Jahresurlaub, da kann man sich auch schon mal gönnen. Kann man mal gönnen, richtig. Morgen in der Früh sehe ich wieder so ein Wecker, so, Alter, töte mich einfach, ja, das geht gar nicht. Ja, willst du nochmal nachzapfen? Das wäre gar nicht schlecht, machst du nochmal Ding, 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 Ding rein? Ich mach nochmal Ding, Ding, Ding. Okay, warte mal, ich zapf mal kurz nach. Ah, so, Reh. So, Reh. Nee, du musst WB sagen. Achso, ich muss WB sagen, ja. Nicht der Zocker, ich merk schon wieder. Nee, nee. Mein Gott. Du, mein Spuckschutz kackt ab irgendwie an dem Mikroständer. Der will nicht mehr so. Ist der, dass er nicht mehr kippt. So starr bleibt? Ja, oder? Der kippt immer weg. Kenn ich. Ja, kenn ich, wollte gerade sagen. Hängt jetzt einfach so lieblos links runter, oder? Der Aal. Der Aal, genau. Nix mit Zitteraal, einfach nur der schlappe Aal. Mensch, scheiße, Flo ruft gerade an, muss ich sagen. Kommt jetzt ein Mutterwitz, oder? Nein, aber er ist Papa geworden und es freut mich sehr. Aber ich rufe ihn später auf jeden Fall an. Also, ich schaute heute Flo. Er ist heute Papa geworden und es freut mich krass. Gratulation! Ja, es freut mich echt krass. Das ist so, da kriege ich fast ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich echt sagen, weil die beiden sind so schon auch Lieblingsmenschen von mir. Und ich habe mich krass gefreut. Also, ja, ist doch schön. Ja, mein Shout geht heute an Flo und Tanja raus, auf jeden Fall. Die hören uns zwar nicht, aber so what? Zu Recht. Genau. Zu Recht, ja. Nee. Oh ja, dann pass auf, dann schaute ich auch ein bisschen. Ich wusste es. Ja. Ich hab dir doch letztens gezeigt, dass der Max uns so gut fand. Und deswegen grüße ich jetzt den Max. Grüße. Wenn du dich immer gefragt hast, wer all die Katzenvideos ins Netz stellt. Max gehört dazu. Und ich weiß nicht warum. Das finde ich ein bisschen creepy. Max, du musst mir das erklären. Aber er hat jetzt ein Insta-Profil von seinen zwei Katzen gemacht und die folgen mir jetzt. Max, bei aller Liebe, aber ich werde keinem Katzen-Insta-Profil folgen. Das ist... Okay, das ist schon... Ja... Jeder hat sein Fable halt, ja. Ja, ich folge einfach schon so vielen Hundeprofilen. Das würde ich Du bist halt Hundemensch, eh klar. Ja. Nee, Max, schön, er hört uns auch jede Folge. Max ist übrigens einer, der von früher noch wusste, meine Parsing-Geschichte. War er dabei? War er einer von den Typen? Er war einer von den Typen, genau. So sind wir ja näher gekommen. Das ja, war, man muss. Ja. Ist geil, dass du alle Leute wiederfindest. Das ist super. Ja, wir sind voll die schöne Community. So schließt sich der Kreis, weißt du? Inzwischen läufst du auch nicht mehr weg, das passt. Nee.
Ich war ja am Anfang nur ein bisschen sauer, weil Max seiner größer war als meiner. Und das hast du im Mund gemerkt. Ja, ja. Und dann grüße ich einen neuen Hörer, das ist mein Kollege bei Sky, der Basti, der fand mich eigentlich immer schon scheiße und ich ihn auch. Verstehe ich, total. Und auf einmal sagt er, hey, was Homeoffice und Corona mit einem macht, jetzt höre ich deinen Podcast und leck mich am Arsch, er ist mega witzig, ich habe jetzt schon 3 Folgen hintereinander gesuchtet. Nice, habe ich glaube ich sogar gelesen. Hast du gelesen? Ja, aber gelesen. Es hilft trotzdem nichts, Basti, du Arschloch, ich kann dich nicht leiden. Renn in der Hölle. Super. Du, Grüße, würde ich sagen. Grüße, passt. Ja. Einmal so frei. Schön, schön, dass Leute dazukommen, die es nicht mögen. So, und dann müssen wir jetzt den Bogen schließen, weil wir haben ja so viel Zuschriften bekommen wegen Vorschlägen. Und es war jetzt tatsächlich ausschlaggebend, die Lula, ich weiß nicht, das so heißt sie auf Insta, ich weiß gar nicht, wie sie wirklich heißt. Ich auch nicht. Die ja gesagt hat, wir können ja mal über was wir so hassen und was uns aufregt und Dinge, die wo wir total abkotzen. Das hat sie vorgeschlagen. Das war so tatsächlich auch der erste. Also es kam ja noch rein, wie wir sollen über Lehrer reden. Da ist natürlich mein Bruder und seine Frau gemeint. Ja, das habe ich sofort gecheckt gehabt. Da habe ich nicht mal die Nachricht gelesen. Es war so sofort klar, worum es geht. Ja, aber das ist halt wieder ein bisschen schwieriger, weil man braucht mehr Mikros und. Deswegen ist das etwas, also wir arbeiten ja eh dran, mal irgendwie einen Gast einzuladen oder so. Aber wir haben ja noch kein drittes Mikro. Ja, aber das war ja auch so ein Ding. Also mal Gäste einzuladen war auch ein Wunsch in letzter Zeit. Das fände ich auch schon lustig. Ja. Müssen wir uns halt nur überlegen, zu welchem Thema und wen man einlädt und wie lange man und wie man das macht. Und ja, da müssen wir uns mal zusammensetzen. Unsere Mütter. Mhm. Voll gut, ja. Also meine Ma hat Enns Bock drauf. Ja. Die ist heiß, oder? Ja, aber das macht sie dann bei dir natürlich. Sie kann gern zu mir, Team Linksträger. Ja, da ist sie dabei. Und du stehst drauf. Okay, ja, aber das Thema war hassen oder du hast es heute zum Glück nochmal ein bisschen relativiert, muss ich echt sagen. Du hast mal gesagt, was wir halt absolut nicht abkönnen und so, weil ich finde, hassen ist schon so, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist so ein krass hartes Wort. Ich versuche nicht zu hassen, besonders nicht Personen und so weiter. Also, soweit soll es eigentlich nicht kommen. Dann sollte man sich vorher entfernen vor der ganzen Situation. Aber nicht mögen, hassen, nervig sein, ist so ein Konsens, ja. Aber ich hatte tatsächlich das Gleiche. Ich habe drüber nachgedacht und dann ist mir eingefallen, dass ich jetzt so per se gar nichts hasse und fand das erstmal eine schöne Erkenntnis, weil irgendwie, also weil du gesagt hast, man sollte jetzt nichts hassen, ist ja nichts, zu dem ich mich jetzt zwinge. Aber mir ist so aufgefallen, es gibt jetzt eigentlich gar nichts, wo ich sage, boah, das hasse ich, ich auch nicht. Tod oder so. Nee, sondern mich regen so halt viele Sachen auf oder so, aber so richtig von Hass kann ich eigentlich nicht reden. Bei mir ist ja, ich mache immer so eine Gewichtung, ja, und hassen wäre für mich wirklich, wenn du sagst, der Mensch ist mir einfach völlig scheißegal, egal was passiert, den könnten sie irgendwo an irgendeinem Eck abstechen und ich würde einfach weitergehen. Und das gibt es bei mir halt einfach nicht. Egal, was mir passiert ist mit diesem Menschen und so weiter. Ich weiß nicht, Hass empfinde ich nicht. Aber ich glaube, damit du jemanden hassen kannst, kann er dir gar nicht egal sein, weil dafür ist er dann schon wieder. Da hast du recht. Also, genau. Also wenn dir egal ist, dass jemand abgestochen wird, mal um an deinem Beispiel zu bleiben, dann hast du ihn auch nicht. Dann hast du ihn auch nicht. Dann ist es einfach, dann ist er dir völlig scheißegal. Ja, das stimmt. Aber wenn du dir wünschst, dass er abgestochen wird, dann hast du ihn. Ja. Also ich glaube, um jemanden zu hassen, muss er schon noch dich triggern. Mhm, ist richtig. Ja. Also wenn dir jemand völlig egal ist, dann ist ja, den gibt's halt dann nicht mehr. Aber ich habe auch keinen, wo ich jetzt sag, selbst die schlimmsten Sachen, wirklich, und da gab es auch ein paar Sachen in meinem Leben, wo ich sage, boah, krass, dieser Mensch wäre eigentlich hassenswürdig, ist nicht so. Ist wirklich nicht so. Oder sagen wir mal so, es gab vielleicht Menschen, die ich mal am Anfang gehasst habe nach irgendeiner Situation oder was vorgefallen ist, aber nichts, was jetzt über Jahre hinaus irgendwie, also es gibt bestimmt Leute, auf die habe ich nach wie vor keinen Bock oder denke, hey, fickt euch, aber würde ich, an die denke ich so gut wie gar nicht mehr. Und das ist eigentlich ganz gut. Stell dir mal vor, du hegst jetzt dein ganzes Leben Groll gegen irgendjemanden oder auch irgendwas. Und das Krasse ist, diese Menschen, wo man sagt, dieses in Anführungsstrichen hassen, da solltest du die Energie gar nicht rein verschwenden. Mhm. Das sind sie halt nicht wert. Es ist nicht wert, so viel Energie in einen Menschen zu verschwenden, der dir nur Negatives zurückgibt. Sei es einfach auch nur ein Gefühl oder was auch immer. Das ist es nicht wert und man sollte sich davon freimachen,
weil sonst hat der Mensch irgendeine Macht über dich und das sollte ja, so nicht sein. Ja. Dann hat er ja letzten Endes tatsächlich gewonnen, weil er ja darüber hinaus, was er auch immer dir angetan hat, immer noch diese Macht auf dich ausübt. Richtig. Und das ist... Deswegen, ja. Ich fange jetzt mal an. Hau raus. Seicht, wie du beim letzten Mal. So wie du beim letzten Mal seicht. Ich habe damals deep angefangen, ja. Letzte Folge. Du... Quad-Leute. Ich hasse Leute, die Quad tragen. Ich hasse. Da bin ich sofort dabei. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich wollte nochmal das aufnehmen. Das war zu geil. Ich habe die Folge letztens gehört. Ich habe gedacht, der verarscht mich. Ja. Habe ich diese Folge aufgenommen mit Marco? Ja, ich hab's. Und er verarscht mich einfach. Ja. Ich hasse dich. Ich hasse dich. ja, nee. Egal. Trotzdem, also ein Thema, mir ist sehr schnell eingefallen, um seichter anzufangen. Ich hasse, wenn man dieses Wort, also nein, ich finde es nervig, nicht hassen. Ich werde dieses Wort, glaube ich, nicht mehr benutzen. Unfassbar nervig sind Mittelspurfahrer auf der Autobahn. Die gibt es immer mehr, die regen mich total auf. Und inzwischen fange ich an, der Autobahnblockwart zu werden. Ja, der Verkehrskontrolleur. Das liegt in meiner Natur, Menschen zu sagen oder aufzuzeigen, dass sie zum Kotzen sind. Und ich fahre nah auf der Mittelspur, weil ich gerade einen LKW überhole und blinke erstmal auf, dass ich zeige, verpiss dich von der Mittelspur. Und fahre dann natürlich brav, überhol sie nicht rechts bitte, das ist verboten. Sondern fährst rückwärts links an ihnen vorbei. Genau, ich drehe um und mach den Geisterfahrer. Nein, fahr dann trotzdem brav links vorbei, bremse sie aus und zwinge sie zu einem Umfallen. Normale Reaktion, finde ich. Ganz normale Reaktion. Nein, aber tatsächlich, ich erwische mich immer mehr, dass ich so einen Groll gegen diese Vollidioten hege. Und ich fahr vorbei, hupe und schau rüber. Nein, ich hatte auch schon so Stinkefinger-Ambitionen und so weiter. Ist nicht gut. Aber so ein leichtes Nötigen, ja, man muss da schon ein bisschen aufpassen, was man tut auf der Autobahn. Aber die Leute regen mich so unfassbar auf. Und um das gleich nochmal autobahnmäßig zuzumachen, das Thema, sind so Leute, die die Rettungsgasse nicht checken. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir so, Alter, ihr seid so scheiße bescheuert, das regt mich nur noch auf. So Stau und die Leute... damit sie gucken können, was da vorne passiert ist. So, sehe ich da einen eingeklemmten, zerhackschnetzelten Menschen vielleicht und hole mein Handy raus, deswegen stelle ich mich in die Rettungsgasse. Die Leute, ich würde die alle rausziehen und verprügeln. Wirklich, das ist... Du merkst, wie ich hochkomme schon. Ja, ich bin schon noch im Hassmodus. Und das ist das seichte Thema. Aber tatsächlich witzig. Das war das seichte Thema. Ich stehe ja hier wieder mit meinem ausgedruckten Teleprompter und mein erster Punkt ist tatsächlich auch Autofahren. Also ich kann gut gelaunt, hab gerade, keine Ahnung, 13 Milliarden im Lotto gewonnen, pfeif noch so ein Lied, lalala, grüß alle Leute. Erste Ampel, du willst jemanden totschlagen, ja, ist schon klar. Und ich koche vor Wut, weißt du? Sitzt da drin und da bin ich tatsächlich so wie du, Selbstjustiz, ja? Wenn ich zum Beispiel, das liebe ich ja auch, wenn jemand mir dicht auffährt auf der Autobahn oder noch besser, ich bin links und in der mittleren Spur fahren auch Leute, das heißt, ich kann nicht rechts weg und dann kommt einer mit Blinker links, flipp ich aus. Ich weiß, das darf man nicht. Ich krieg immer Autofahrtourette, ja? Das ist so... So, und ich weiß, das darf ich nicht tun, aber wenn so ein Arschloch hinter mir ist, dann bremse ich auch mal gerne auf 20 km/h plötzlich runter. Aber pass auf, da musst du aufpassen. Das ist nämlich Nötigung und du zwingst ihm halt dann zu dummen Situationen. Das ist gefährlich. Habe ich auch mal, pass auf der Landstraße zwischen München und Oberschleißen habe ich jetzt auch mal gemacht. Hinter mir so ein Zipfel, immer endsnah aufgefahren. Ich bin ganz normal 100 gefahren oder 110 und er hat mir ends aufgefahren. Dann hat er gemeint, er muss mich überholen. Und dann habe ich halt Gas gegeben und habe ihn nicht mehr einscheren lassen. Okay, das ist mach das nicht. Das ist aber nicht das ist gut. Nochmal was anderes. Ich meine, das ist krass. Aber ja, das aber ist krass. Hier, ich weiß, das ist richtig arschig. Hier ist aber einfach erstmal die Gesetzes. Gut, sagen wir mal so, es ist nicht okay, was ich mache. Aber wenn es wirklich zu einem Unfall kommt, kann ich immer behaupten,
da hat sich was am auf der Autobahn gerade, ja? Irgendwas, ich habe was sich bewegen sehen. Es hat sich meine Nudel im Lenkrad festklemmt. Nein, aber du hast irgendwas am Seitenrand gesehen und hast gedacht, da ist irgendwas und hast gebremst. Und der Typ, der drauf fährt, ist immer erstmal im Arsch. Ja, der ist immer mit, also so, genau. Und also er ist immer Minimum mit. Genau, und was will er dann sagen? Dass er mir zu dicht aufgefahren ist und deswegen habe ich ihn genötigt durch Bremsen? Da macht er sich ja doppelt schon. Deswegen denke ich mal, fuck it. Ja, klar, auf jeden Fall, mir tut das dann immer gut. Dann bremse ich so richtig runter. Und manchmal bremse ich auch einfach langsam runter, dass es jetzt gar nicht so ein Schreck ist, sondern dann... Das ist sicherer. Dann fahre ich einfach genauso schnell wie der Typ, der auf der mittleren Spur neben mir fährt. Weil ich mir denke, du Pisser, was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht rechts ranfahren, also ich kann ja nicht auf die mittlere Spur, wenn ich links bin, weil da ist alles voll. Und er kommt mit Blinker links. Da denke ich mir, fick die Ziege. Das Krasse ist, das ist ja auch Nötigung. Du nötigst auch jemanden, um Gas zu geben, um wegzufahren. Das Lichthupe und so weiter. Also Blinker links, Lichthupe ist Nötigung im Endeffekt, ja. Aber ja, da, also ich bin jetzt nicht der, doch, ich bin wahrscheinlich auch dann hier der Platzkassenwart, der dann dafür für Recht und Ordnung sorgt und dem Typen mal so zeigt, wo die Hake ist. Also manchmal, ich meine, wahrscheinlich wäre ich tatsächlich genau wegen diesen Gedankengängen falsch als Polizist per se, ja. Aber manchmal wünsche ich es mir so krass, dass ich Polizist wäre und einfach da so die Leute einfach rausziehen. Ich wäre gerne immer ein ziviler Bulle, der dann so im Auto sitzt und wenn hinter dir einer ist, dann so einfach mal kurz so das Blaulicht aufs Dach. Ja, pass auf, da muss ich echt genau, gut, dass du es sagst. Ich hatte vor vielen Jahren einen Schulfreund, der war halt mega krass. Der hat in der Ausbildung, hat der sich ein blaues Blitzlicht gebaut und ins Auto gebastelt. Der hat nur, wenn er den Leuten hinterhergefahren ist und sie ihn angefuckt haben, einfach kurz das blaue Licht aufblitzen lassen. Was meinst du, wie strich die gefahren sind, ja? Das ist mega geil. Aber das ist leider Amtsmissbrauch. Das ist auch nicht besonders gesund. Aber ich weiß genau, ich habe mir das auch schon überlegt, dass ich das machen würde. Aber ich weiß genau, was passieren würde. Weißt du, der Typ hinter mir fuckt mich ab. Du würdest die Leute aufhalten und pusten lassen bei dir. Der Typ hinter mir fuckt mich total ab. Ich mach das Blaulicht aufs Dach oder Hals halt hoch. Und der Typ hinter mir macht auch Blaulicht an. Und er ist es halt wirklich, weißt du? Ja, genau. Und er holt die Gummisalami raus und haut in die Zähne raus, ja. Die Gummisalami, ja. Haut er die Gummirügenwalde um die Ohren. Da muss man leider ein bisschen aufpassen. Schade eigentlich. Aber ich fand es damals echt geil. Der hat dich so ins Armaturenbrett gehauen, das blaue Blitzlicht. Und die Leute waren sofort straight. Ja, denke ich. Ja. Also es hat schon ein bisschen was von Autobahnverkehrsüberwachungswart. Ja, ist nicht so schön, aber es gibt so unfassbar viele Arschgeigen im Straßenverkehr. Das ist Wahnsinn. Der nächste Punkt, den ich habe, geht eigentlich auch in diese, ich bin hier der besorgte Wutbürger, weil zum Beispiel, ich sitze jetzt in der U-Bahn. Outen wir uns heute. Ich bin in der U-Bahn und sehe irgendein Arschloch, das halt die Maske nicht über die Nase hat. Da flippe ich aus. Das haben wir ja schon, richtig auf. Ich habe auch schon mehrfach Leuten gesagt, Alter, Maske über die Nase. Aber da bin ich natürlich auch ein kleiner Piffi. Ich taxiere natürlich erstmal die Leute, ja. Und wenn ich sehe, das ist eine Wurst, dann mache ich den großen Otto los, ja. Ja, genau. Aber wenn jetzt so ist es ein Brocken mit 150 Kilo, bist du ruhig. Wenn jetzt hier so eine Totschlägerkante ist, so lalala. Und auch noch geiler war, da war das so gerade am Anfang, vor 3-4 Monaten oder so, oder noch länger her, weiß ich nicht. Ich auch die ganze Zeit mich endüber alle aufgeregt, so, oh, was soll die Kacke? Und dann kommt die hübscheste Frau, die du dir vorstellen kannst, in der U-Bahn und hat einfach mal... Und du so, nimm die Maske runter. Und die hat einfach mal so gar keine Maske auf, ja? Und, was? Und mir war es scheißegal. Ich wäre zu dir nie hingegangen und hätte gesagt, hey, mach mal die Maske runter. Weil, ja. Runter? Mach mal die Maske auf oder so, ja. Ich wollte gerade sagen. Da merkst du, was du für ein Idiot bist. Pass auf, deswegen, ich taxiere ja auch immer. Letztes Mal war ein alter Mann vor mir, ja, 2-3 Jahre älter wie ich, und habe auch gesagt so, er hat es nicht mitbekommen und ich habe halt so geschnippt, so Maske hoch, weil er sie nicht unter der Nase hatte. Und beim letzten Mal, wo ich es gesagt habe, war es halt, ich habe halt mal kurz in der S-Bahn einen 8-Jährigen zusammengeschrien. Und habe halt echt, da war so eine Gruppe Jugendlicher, also 9, 10, 12 Jahre, nein, die waren irgendwie um eine Drehung ein bisschen älter, aber ich habe auch gesagt, Maske hoch, da haben sie sich verpisst, halt sind weitergegangen. Und ja, aber da kommen wir wieder zum nächsten. Ey, haben wir uns abgesprochen? Nee. Ein Flow? Zweiter Punkt, Corona-Leugner. Diese Alu-Helm-Hutträger,
die machen mich auch völlig fertig. Heute Straßenschlachten in Berlin, wo ich mir gedacht habe, euch. Ja, aber ich musste über den Postillon total lachen. Impfungen über den Wasserwerfer. Ja, ich hab gedacht, ich so geil. Ja. Das wär's. Einfach mal Impfstoffe über den Wasserwerfer verteilen. Geile Geschichte. Nein, ich halte auch nichts von einem krassen Rechtsstaat, der die Leute knüppelt bis zum geht nicht mehr. Brauchen wir nicht reden, aber diese Diskussionen aber hier über Corona und zum Thema Rechtsstaat, der die Leute knüppelt und sowas, ja. Ich habe gestern ein paar Bilder gesehen aus Peking, ne? Die feiern ja wieder jetzt offiziell Partys. Die haben seit 100 Tagen keinen Corona-Fall mehr. Ich meine, wenn die irgendwo feiern gehen wollen, die müssen sich nackt machen, also alle Daten hin und her. Aber die feiern einfach, als wäre nichts. Ja, aber die sind durchgehend nackt und wenn es da heißt, der Chef, der Diktator sagt, ihr bleibt zu Hause, dann bleiben die auch alle zu Hause, weil sonst bist du in einem scheiß Lager. Ja, die haben's halt, ihr System halt einfach krass durchgezogen. Ja, die haben halt keine Mutti Merkel, die sagt, bitte bleib zu Hause. Ja, wir appellieren an die Vernunft. Die sagt nicht bitte. Ja. Die sagt halt nicht bitte. Das ist, und deswegen muss ich ja so kotzen, wenn ich hier höre, die Leute, die sagen, was, oh Gott, die Demokratie ist in Gefahr, wir dürfen nicht mehr protestieren. Da denke ich mir, sag mal, Leute, fahrt mal nach Nordkorea oder nach China und geht da mal, also versucht da mal zu demonstrieren gegen Corona, Alter. Ich meine, wir sind beide definitiv für Meinungsfreiheit. Wir reden auch nur Scheiße die ganze Zeit, ja. Aber wenn es um Gesundheitsschutz geht und so weiter, dann muss man schon, dann darf man zumindest drüber diskutieren. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass Leute eingesperrt werden müssen. Ich sage nicht, dass Leute weggeknüppelt und keine Ahnung was werden sollen. Ja, super. Finde ich schön. Ist mein Statement. Man muss doch einfach mal die Fakten nehmen, der Wissenschaft glauben und einfach mal Menschen auch hören, die das hatten. Und da reichen nur so kleine Impulse von Bekanntschaften oder Freunden, die es hatten, die seit Monaten nicht mehr schmecken können, zum Beispiel. Was das für ein krasser Eingriff ins Leben ist, in die Lebensqualität im Endeffekt, ja. Das erschreckt mich wirklich, wo man einfach sagt, die denken nicht nach, die meinen, das gibt's nicht und da haut's mir den Schalter raus. Da komme ich dann schon langsam in so Hass-Tiraden rein, ja, muss man schon sagen. Weil du das gerade gesagt hast mit dem, man schmeckt nichts mehr heute. Man sagt ja, wenn man nicht, der Geschmack weggeht, ist ein Anzeichen, dass du Corona hast und wir heute so in der Kantine am Sitzen und am Nebentisch. Das Essen so kacke. Nee, und am Nebentisch fragt einer, oh, es schmeckt so fad, kann ich mal Salz haben? Und alle so, oh oh. Oh oh. Und haben uns so vorgestellt, dass er sofort mit so einem Blasrohr so, puff, wird er sofort narkotisiert und rausgeschossen. So, Corona. Ruf den Veterinär. Ja. Mit dem Blasrohr. Und haben wir gesagt, so, du bist so generell unter Generalverdacht, wenn du nach Salz und Pfeffer fragst, weißt du? Oh, oh. Dann wird dir erstmal so Pfeffer in die Nase gestreut. Passiert was? Nein, go. Weißt du, so Tests, kennst du dieses Riechsalz, von dem du Tote erwecken kannst? So, wenn du, hier riecht's frisch. Aber ganz ehrlich, hast du sowas jemals gesehen, gerochen oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist? Das ist ja kein Salz, da muss ja was anderes sein. Ja, aber es muss schon, keine Ahnung, was damit assoziiert wird. Also wahrscheinlich kriegst du sofort instant weichen Stuhl, wenn du dran riechst und bist sofort wach. Ich war keine Ahnung, was es ist. Käsefüße konzentriert, keine Ahnung. Obwohl ich kenne den einen oder anderen meiner Kollegen, da wo ich sagen, der ist Riechsalzspender. Da kommt immer einmal die Woche. Das musst du rausschneiden, Alter. Ich bin gerade kaputt. Das ist mir egal. Da kommt einer und einmal die Woche und kratzt halt den Schorf unter den Achseln raus. Ja, keine Ahnung. Das ist, weißt du, wenn irgendwelche Altkleidertonnen einfach verbrannt werden müssen, weil er da so einen Pullover reingeschmissen hat. Ja, genau. Tut mir leid, waschen reicht nicht mehr. Das muss verbrannt werden. Ja, Brandrodung. Das ist, wenn dann der Altkleidercontainer mit so einem Castor-Transporter abgeführt wird und in irgendeinem so trockengelegten Salzbergstollen darunter kommt. Jeder zweite Klamottencontainer wird da unten eingelagert. In Gorleben oder genau. So. Nein, die Asse ist es ja. So heißt ja diese Salzstock, wo die reinkommen. Krass. Da wird dann auch so die Geruchshalbwertszeit so auf 20 Millionen Jahre. 20.000 Jahre. Schön, ja. Alter, geil. Gut. Richtig gut, ja, das ist Leute. Gut. Richtig gut. Scheiße. Oh, Wahnsinn. So. Aber, ja, okay, das war jetzt gerade lustig. Ich wollte jetzt gerade Rechtsstaatlichkeit, Links-Rechtsradikalismus, aber
Hassen wir einfach. Punkt. Ja. Ich glaube, mehr brauchen wir darüber nicht sagen. Hassen wir aus Ende. Jegliche radikale Ausrichtung hasse ich. Und das ist dann tatsächlich das richtige Wort. Ja, das stimmt. Ich hasse es. Punkt. Aber das ist heute mal unser politisches Statement. Richtig. Fertig. So, dann, pass mal auf, soll ich mal wieder was Seichtes einschmeißen? Ja, du, das ist, tut gut nach dem letzten Statement. Weißt du, was mich auch immer ends aufregt? Geht wieder ins Thema Frauen. Kennst du das, du lernst eine Frau kennen und alles ist cool und dann auf einmal... Und die müsste eigentlich in die Asse versetzt werden. So. In den Salzstock. Nee, ich rede von meinen Frauen. Ach so, ja, okay. So, und jetzt lernst du sie kennen und dann gibt es so Frauen, die sagen, ah, sie haben kaum Mädels als Freundinnen, sondern sie haben nur Typen als Freunde. Und dann... Und dann hast du immer so ein paar Typen, die verkaufen sie dir als ihre Kumpels und du siehst die einmal und weißt, safe, leck mich am Arsch, der Typ steht da auf war, sie. Ja, aber da war was. Ja, genau. Punkt, Ende aus, und dann ist es immer so eine einseitige Sache, weil sie, nein, wir sind dumme Freunde und ich so, ja, halt die Schnauze, wenn er die Möglichkeit hätte, er würde dich hühnern, ja, als erzähl mir nichts. Deswegen, pass auf, ich habe da genau auch, ich versuche mich ja, du kennst mich ja schon ends lang und du weißt ja auch meine früheren Zeiten, dass ich ein extrem eifersüchtiger Mensch damals war, es ist besser geworden, ja. Aber... ich habe eine These damals aufgestellt, ist so, ich weiß sie nicht mehr. Das ist eine Wahnsinnsthese. Das ist, du bist einfach so ein intellektueller Typ, machst dir Gedanken. Oh mein Gott. Finde ich gut. Ich habe mir ernst die Gedanken gemacht. Genau, pass auf, jetzt habe ich es. Ich habe den Faden wieder, schneid das alles raus. Verdammt. Ich bin Gorn, Alter. Und eins, zwei, eine zwei. Insel mit zwei Bergen und der tiefen, weiten Meer. Alter. Clap! Ja, willkommen zur Folge 29, nee, 28. Heute unser Thema, Freddy wird deep. Wow. Er hat Thesen. Die möchte er jetzt zum Besten geben. Ich hab Thesen. Vergiss es einfach. Schneid das einfach alles raus. Das bleibt genau so drin. Nein, es bleibt nicht drin, Mann. Die Welt muss erfahren, was du für ein Typ bist. Oh Mann, echt. Ich hab die Schulbremse gerade nicht drin. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist, also, da bleibt echt, da können wir jetzt alle mal ganz lange drüber nachdenken. Das finde ich schön. Mein Hirn kippt gerade. Ja. Das, weißt du, das ist so vorher noch die Börsengespräche und so weiter und dann du, keine Ahnung, warum wir mal gesagt haben, wir trinken nicht mehr so viel beim Podcast. Das ist doch völlig, völlig aus der Luft irgendwie. Also heute hat es mich echt erwischt, verdammte Scheiße. Ja. So ping, aus. Oh Mann, echt, okay. Sollen wir deine These skippen? Also, soll ich weitermachen? Ja. Yes. Okay, was mich auch mega krass aufregt beim Thema Frauen, dass ich so viele attraktive Frauen irgendwo dann auf Tinder sehe und dann auf jedem zweiten, dritten Bild irgendwelche Kackköter und sowas ist. Das regt mich auf. Ich will... Ist jetzt deine These wieder eingefallen? Ja, genau, nein. Nee, aber ich hasse, also ja. Hassen ist auch, aber mich regt das auf, dass so viele Frauen Hunde haben. Ich verstehe das nicht, ich will das nicht, das ist einfach, oh. Ich darf nichts mehr sagen. Oh. Halt ja, so, ist okay. Piep. Piep. Okay. Sorry, Guy. Okay. Ich werde jetzt zu diesem Thema nichts mehr sagen. Okay, Du darfst gerne Monolog abfeuern. Ich sag nichts. Ja, ich habe ja schon mal meine schlechten Hundeerfahrungen zum Besten gegeben hier mit. Eben, richtig. Du bist ja echt ein gebranntes Kind. Also genau, zwischen hinterm Fernseher kacken und Eier lecken. Da ist alles dabei gewesen, deswegen. Richtig, genau. Also, das hatte ich zum Glück nicht. Und es geht darum, wie die Hunde erzogen sind und was auch immer, ja. Aber ich darf im Moment nichts mehr sagen. Wir hatten ja gesagt, nichts Aktuelles. Ja. Laufende Themen sind nicht präsent. Aber Freddy, was ich dich fragen wollte, hast du eigentlich zu Hunden irgendeine These? Du bist doch so der Thesentyp, so. Ich stell mir vor, wenn du Martin Luther wärst, würdest du nachts zu diesem Kirchenportal und dann... 0,5 Thesen an die Wand nageln, ja. Der ist einfach nur den Hammer und die Nägel. Was wollte ich hier? Und hau mir nur auf den Finger. Reformation am Arsch. Da bleibt kein Nagel hängen an der Wand. Ja. Pass auf, also was ich noch habe ist,
Ungerechtigkeit. Das ist echt, das triggert mich. Habe ich auch hier stehen. An, dass ich sage, habe ich auch hast stehen. Auch? Ungerechtigkeit. Finde ich gut. Also ich merke das, egal ob Arbeitskontext, privat, was auch immer, Ungerechtigkeiten regen mich unfassbar auf. Das ist so, ich bin so, ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn Leute ungleich behandelt werden, wenn es darum geht, der hat das gesagt und dann wird einfach Partei ergriffen, politische Weisungen und so weiter, wo man sagt, das hat nichts mehr mit Fakten zu tun, ja, sondern es geht nur darum, irgendwelche Meinungen durchzudrücken, da komme ich null drauf klar. Und deswegen tue ich mir auch im Arbeitsleben teilweise richtig schwer, weil es einfach, mich regt diese Political Correctness, regt mich unfassbar auf. Regt sie dich nur auf oder machst du dann auch was? Ich mach dann auch was. Deswegen ecke ich ja auch immer an. Das ist schon so. Also ich sag halt dann, natürlich, klar, ich meine, wir arbeiten alle. Wir sind alle auf gewissen Positionen und jeder weiß, wie viel Meinungsfreiheit richtig ist oder falsch ist auf gewissen Positionen. Und dieses Falschsein steigt halt an, je höher man irgendwo einsteigt. Und das geht mir wahnsinnig auf den Sack. Das spüre ich im Moment immens. Ja, und deswegen, das war mir ein ganz wichtiger Punkt einfach, dass ich sage, Ungerechtigkeit, Unwahrheiten, Political Correctness, dieses, man muss das sagen, um, keine Ahnung, geldmäßig das irgendwie klar zu halten. Nee, das liegt mir null. Deswegen ecke ich auch immer an. Ich mag das einfach nicht. Ja, da komme ich nicht drauf klar. Ja, ich kann das auch nicht, wenn so Ungerechtigkeit. Also wenn ich das auch sehe oder irgendwas, da muss ich mich da noch teilweise einmischen. Ob das jetzt immer gut ist oder nicht, ist ja mal egal. Aber ich kann da auch nicht zugucken. Und ich mache mich wahrscheinlich auch bei vielen Leuten unbeliebt oder bringe mich in unvorteilhafte Positionen. Aber ich kann das ertragen, wenn Ungerechtigkeit. Sei es im Arbeitsleben, dass du siehst, okay, jemand bescheißt, so quasi kommt immer später oder Und dann regt labert nur auf, Dampfplauderer hoch 5, das macht mich ends fertig. Ja. Dann regt mich das auch so auf, dass der damit durchkommt, weil das jetzt vielleicht irgendwie die höhere Instanz nicht mitbekommt oder sonst was. Und dann kann ich das mir eine Zeit lang angucken, aber irgendwann muss ich dann dagegen vorgehen und denke mir, oh, mich regt das auf und dann suche ich das Gespräch oder ich muss irgendwas machen, weil ich kann das dann nicht auf mir sitzen lassen. Weil ich das gerade so im Arbeitskontext sehr gefährlich finde, wenn Ungerechtigkeit herrscht. Weil entweder sind die Leute einfach total pisst oder sie sagen, okay, wenn der das darf, dann mache ich das auch. Ja, und deswegen ist das so eine schwierige Nummer und deswegen, das hasse ich. Und ich hasse aber dann noch mehr, wenn dann von oben nichts dagegen unternommen wird. Das macht mich völlig irre. Aber das meine ich ja damit eben, genau diese Ungerechtigkeiten, weil Leute sich zum Beispiel verbal super verkaufen können und ich würde uns jetzt mal nicht so schlecht verbal einschätzen, aber es gibt halt immer Leute, die kriegen durch weil sie sich alles an sich reißen, weil sie ständig zu irgendeinem Schmarrn Wort ergreifen, das macht mich echt irre, wo ich einfach sage, ach, Alter, halt deinen Maul. Es muss ja noch nicht mehr die individuelle Rhetorik sein. Es kann ja einfach nur sein, dass irgendjemand, egal wie er redet, ob gut oder schlecht, aber irgendeinen Nerv bei einem Chef trifft. Und ja, der kann schlechteste Mitarbeiter sein, aber irgendwie schafft das dem Chef zu suggerieren, verkaufen. Er ist der Beste. Das ist der Punkt. Kotzig. Genau, weil ich eben auch sage, ich wäre zum Beispiel generell ein immens schlechter Verkäufer. Also wenn ich was verkaufen müsste, wo ich nicht dahinter stehe, eine Meinung, ein Produkt, was auch immer, ich wäre so krass schlecht, weil ich würde den Leuten einfach sagen, kauf den Kack nicht, das ist ein Haufen Scheiße. Ja, da komme ich nicht drauf klar. Ich krieg das nicht gebacken, dass ich mich verstellen kann. Dass man ein Produkt anpreist, eine These, einen Arbeitsablauf, was auch immer, anpreist als richtig und gut. Und da bin ich tatsächlich auch zu schwach. Es gibt Menschen, die können das einfach. Die können einfach das einfach so hinlegen, dass sie gut dastehen und obwohl es einfach nur Mist ist. Und deswegen, ich glaube tatsächlich, dass man dann ab einer gewissen Hierarchieebene nicht mehr ankommen wird, weil du genau dieses Gen nicht hast. Dass du sagst, ich drück es auch durch, selbst wenn es nicht meine Meinung ist, selbst wenn es nicht richtig ist. Da wirst du irgendwann anecken und nicht mehr weiterkommen. Und
Ja, gut, ja, das... Ich häng genau das, auch da gerade fest. Das mag aber fest, sein, aber ja, mir liegt zum Beispiel auch nicht die Arschkriecherei. Also wenn ich jemanden nicht mag, dann würde er das auch merken. Und wenn jetzt mein Chef jemand ist, den ich nicht mag, dann und er hat in der Hand, ob ich jetzt aufsteige oder nicht, dann werde ich halt nicht aufsteigen, weil ich kann nicht jemanden verkaufen, dass ich ihm... Dann drücke ich ihm meinen Arsch ins Gesicht, anstatt dass ich reinkrieche. Zum Beispiel, genau. Also deswegen, also wenn mein Chef mich kacke findet, dann werde ich nichts daran ändern können, weil ich keiner bin, der ihm versucht zu gefallen und sonst was. Und wenn ich dann lieber unten bleibe, dann ist das halt so. Aber ich könnte niemals jetzt mich so anbiedern und ach toll und hassig. Alter, wenn du nicht mehr in den Spiegel schauen kannst, wenn du, keine Ahnung, wenn du aufstehst und denkst, das bin nicht mehr ich, dann läuft immens was falsch. Und das ist so. Aber meinst du, dass die Leute, die das können, dass sie das denken? Also gucken die in den Spiegel und denken sich, hey, das bin zwar nicht ich, aber oder denken die sich, hey, ich hab's drauf. Das sind extrem manipulative Menschen, das gibt es, auf jeden Fall. Die einfach aber die sind doch trotzdem mit sich im Reinen, oder? Ja, das stimmt, die sind tatsächlich im Reinen mit sich, aber sie sagen sich ja, weil ich das mache, bin ich im Reinen mit mir, weil ich den Erfolg präferiere, weil ich einfach Gas gebe, weil ich Leute abfacke. Das ist ihre Quintessenz, ja. Da sind die dabei. Okay. Die sind völlig im Reinen. Das ist ja das Schlimme daran. Ich frage mich auch immer so, wie können diese Menschen das tun? Aber sie sind mit sich leider völlig im Reinen. Das ist das, was ich nie hinbekommen werde. Will ich auch gar nicht, deswegen. Ich auch nicht. No chance. Keine Chance. Richtig. So, kurzes Statement für mich. Was ich hasse, nein, stimmt nicht. Stimmt absolut gar nicht, weil man sagt mir dasselbe eigentlich nach. Aber was ich manchmal extrem schwierig finde, sind so Leute wie dich. Positive Menschen, ja. Das sind für mich Menschen, die einfach, für mich sind Optimisten sind einfach schlecht informierte Pessimisten, ja. Das ist so für mich, da komme ich nicht auf klar, wie man immer alles heile Welt, nein, das stimmt auch nicht. Du bist auch gar nicht so, ich weiß doch, das bin schon. Ich, bin aber du ich, bist so. Weil wir haben eben drüber geredet, so dieses, man sollte Leute nicht hassen, weil dann haben sie ja immer noch Macht über einen. Und so sehe ich das teilweise. Das habe ich doch selber gesagt, Mann. Nein, aber so sehe ich das teilweise auch über Situationen und Ereignisse, die passieren. So, was weiß ich, ist viel Kacke passiert, aber sie ändert sich nicht, die Kacke, ob ich jetzt darunter, also ob ich jetzt die ganze Zeit rumheule oder nicht, die Situation ist da. Und da bist du einen Schritt mir definitiv voraus, muss man echt sagen, weil ich fuck mich so ab, mir zerplatzt der Schädel über Situationen, die es eigentlich gar nicht wert sind, sich darüber so krass Gedanken zu machen und Energie zu verschwenden. Ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, über unsere größten Fails und mir ist, ich glaube gestern habe ich irgendwie nochmal meinen Kontostand angeguckt und dann sehe ich so wieder, ah ja, stimmt, so jeden Monat zahle ich so und so viel Euro für den Kredit ab, für die Wohnung, die ich gar nicht habe. Ich habe ja diese 20.000 miese gemacht durch diesen... So, und dann denke ich mir, boah, eigentlich müsste das dich krass runterziehen. Du hast 20.000 Euro Schulden für nix. Du zahlst einfach 20.000 Euro in Wind. Aber dann denke ich mir, so, jetzt kann ich hier jeden Monat rumheulen, dass das so ist. Oder ich denke mir, ja, fuck it. Aber ich habe trotzdem mehr Spaß als vielleicht andere Leute, die vielleicht nichts abzahlen müssen. Und so versuche ich mich dann immer rauszuziehen. Und ich denke, ich lache trotzdem noch mehr. Jetzt ist gar nicht so erzwungen, sondern ich denke mir, hey, unterm Strich bin ich, glaube ich, trotzdem ein lustigerer oder happiger oder frohsinnigerer Mensch als die meisten anderen. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt nur rumheule, muss ich die 20.000 ja trotzdem abzahlen. Deswegen, ich kann es ja nicht ändern. Also habe ich mich irgendwann entschlossen, klappt jetzt ja auch nicht immer. Ich meine, du hast mich auch mal vor einem Dreivierteljahr, wo ich hier endlich Liebeskummer hatte, da ist jetzt auch nicht alles happy. Aber irgendwie versuche ich trotzdem immer alles auf Humor. Nee, klar. Oder aber das sind so... Das sind gewisse Steps halt, ja. Ja, genau. Und da denke ich mir, wenn ich es eh nicht ändern kann, versuche ich mich immer für die humorvollere oder für die positivere Seite zu entscheiden, weil man kann es eh nicht ändern. Ja, da bin ich wirklich nicht ganz so wie du. Und das Krasse ist, ich bewundere ja Menschen dann, die so sind, wo man einfach sagt, krass, die machen auch aus dem letzten Scheißdreck noch irgendwie, holen die was Positives raus. Also ich versumpfe dann schon manchmal in meinem, wahrscheinlich ist es echt Selbstmitleid, wo man sagt, ich kack mich halt voll, weil alles scheiße ist und so weiter, ja, aber ja.
irgendwie die. Das hat vielleicht auch mit dem zu tun, worüber wir letzte Folge geredet haben. So dieses Mindsetting, was man vielleicht mitbekommen hat von seiner Erziehung, vom Umfeld, wie man aufgewachsen ist. Und so. Das definitiv kann man halt einfach nicht so abstreiten. Und, genau, du kannst es nicht abstreifen, du bist halt da so reingewachsen. Du hast in halt die einfach von Kind auf die und die Erfahrungen gemacht und die haben dich halt geprägt. Und die Erfahrung habe ich vielleicht jetzt nicht in dem Sinne gemacht oder so. Und deswegen, manches, weißt du, man kann immer toll theoretisch reden. Ich weiß auch, wie ich perfekt eine Frau anquatschen soll, aber in der Situation bin ich wieder der Idiot. U-Bahn? Ey, willst du ein Update? Alter, deswegen frage ich, ich brauche ein Update. Heute Morgen, sie stand natürlich wieder unten, hat aber auf ihr Handy gestarrt, hat anscheinend nicht gesehen, dass ich an ihr vorbeigegangen bin. Sie stieg diesmal in genau den Wagen, in den ich auch immer steige, genau fast, also eine Tür weiter. Und hat aber nicht gecheckt, dass ich da bin. So, dann wir steigen immer am Odeonsplatz gemeinsam aus. Und ich stehe... Alter, wo arbeitet sie? Das weiß ich doch nicht, aber sie steigt immer am Odeonsplatz um. Genauso wie ich. Und dann steigt sie in die andere U-Bahn dann ein. So, und dann stehe ich halt an der ersten Tür im letzten Wagen. Und sie steht auf, sieht Odeonsplatz und sie will schon so Richtung Türe gehen... Und sieht mich und bleibt in der Mitte des Gangs stehen und wartet, bis wir im Odeonsplatz sind, weil sie keinen Bock hatte, neben mir zu stehen. Also, ich glaube, die Theorie, sie stellt sich deswegen neben mich oder kommt immer näher, weil sie mich gut findet, ist gone. Also, ich würde auch sagen, Alter... Ey, du hast so richtig gesehen, wie sie sich erschrocken hat. Sie wollte so schon zur Tür gehen, sieht mich und bleibt so und hält inne. Ah! Oh Gott! Also, wenn jemand erschrickt, die Augen aufreißt und umdreht... Es ist keine gute Basis, sie nochmal anzureden. Ja. Hat sofort von der Wand den Defibrillator gerissen, sich sofort die Pads angelegt. Zurückbleiben. Ans Hirn. Das war heute. Deswegen, ich glaube, wir haben ja ein paar Hörerinnen geschrieben, dass sie wahrscheinlich mich gut findet, aber Frauen suchen nicht immer den Kontakt. Hätte ich jetzt auch mal kurz abgeschätzt nach deiner These Habe ich jetzt vielleicht auch gedacht, aber nach heute, wo sie so wirklich zurückgeschreckt ist, als sie mich da gesehen hat. Sie ist ins Gleis gesprungen, ja. Ja, genau. Sofort die Notbremse gezogen und raus. Und mit der Zunge so ans Stromkabel von der U-Bahn. So, an diesem Stromgleis so, bitte töte mich töte einfach, mich, ist egal. Ja. Okay, das Thema würde ich mal, aber wir können es gerne weiter beobachten. Ja, das ist ja einfach sowas, was so nebenbei läuft. Es ist ein geiler Cliffhanger. Das ist schon, die Leute finden es ganz nice, besser als seine Gemeinde. Ja, die ist total Story, lame. Ja. Die ist gone. Wahrscheinlich hätte ich zu ihr sagen sollen, hey, hallo, ich sehe dich hier jeden Morgen. Weißt du eigentlich, wie ich mal bei der Gemeinde war und aus der Kirche austreten wollte? Welche Gemeinde war das? Habe ich vergessen. Geltendorf, ja. Geltendorf. Okay, ja, wahrscheinlich ist sie da Arbeiterin. Sie ist da Arbeiterin, ja. Die wusste, wer du bist. Dieser scheiß Heide. Ich mit der Zunge gleich ran ans Stromgleis. Ich habe ihr den Mutterwitz erzählt mit Linksträger. Ja, fand ich nicht so cool. Klar. Bin zu ihr. Ich so, hey, bist du Linksträger? Als Anmachspruch, ja. Ja, ist voll gut. Der kommt immer. Der geht deep, ja. Ist so ein Icebreaker. Als Icebreaker mache ich immer, hey, was ist schlimmer als Wind und Sturm? Fridolin, der Tittenwurm. Immer wenn es so ein bisschen komisch ist. So. Oh Gott, zum Auflockern halt, ja. Zum Auflockern, ja. Der Icebreaker halt. Am U-Bahn-Bahnsteig. Du musst doch mal nehmen, wie es kommt. Muss doch mal nehmen. So, wow. Einen Punkt muss ich noch loswerden. Nein, ich muss noch einen Punkt. Ja, okay, los, du bist dran. Autotune-Gesinge bei Deutschliedern, Rappern, ich kotz ab. Ich verstehe kein Wort, Alter. Autotune. Ja, das habe ich verstanden. Aber du kennst Autotune? Autotunen, Wenn Leute nicht singen können und dann durch diese... das geht mir so. Ja, das ist mega krass. Diese ganzen Pseudo-Hip-Hop-Vollaffen, die kein gerades Wort rausbekommen und dann sich tunen lassen. Ja, krass. Und wenn du mit dir mal diese gesamte deutschsprachige Rap-Community anguckst, das ist alles nur noch Autotune. Ja, die können gar nichts. Es gibt Lieder, wo die Beats wirklich geil sind an sich. Aber sobald die singen oder Pseudo-singen, kotze ich. Wahnsinn. Das ist
Bullshit hoch 5, ja. Ja, das ist wirklich, weil ich hab, der Stjepan, ein Kollege von mir, und da hat mir, die feiern das teilweise ab und ich denk mir, alter Leute, ich kotze, wenn ich das höre. Voll. Das kann doch nicht wahr sein. Dieses in den Schlauch reingesinge, weißt du, da gibt's doch diese ganzen Geräte und so einen Scheißdreck. Ja. Wo du denkst, alter, was läuft da schief? Das ist doch, die können gar nichts. Die können wirklich einfach gar nichts. Nicht mal rappen. Das Schlimme ist, die können nicht mal auf Beat rappen. Das ist Bullshit, was da kommt. Total. Ja, und ich verstehe auch nicht, warum das so abgefeiert wird von den ganzen Gangstern. Ich weiß es auch nicht. Von Jugendlichen, ja. Keine Ahnung. Ich so, das war, das regt mich auf. So, jetzt du. Wow. Ich bin geflasht, ja. Komm, erzähl du wieder von deiner schlimmen Kindheit. Mach's mal seicht. Ja, tatsächlich trifft's gar nicht so schlecht. Aber geil, dass du den Flow aufrechterhältst, ja. Klar. Weil wir hassnervig sind, manchmal hassig und ich nerv mich selbst. Das ist schon so wirklich ein Punkt. Hast du dich auch mal, dass du denkst, ja. Alter, wie scheiße warst du denn, ja? Ich meine, durch unsere ganzen Casts weiß man ja so ein bisschen, wie ich ticke, und bei Feiern, Saufen, Alkohol. Manchmal ist es wirklich, wo ich denke so, ich wache auf und denke mir so, Alter, du bist einfach so unterirdisch. Ja? Du bist so unterirdisch scheiße. Und dann kommt echt so ein Gefühl auf, wo ich mir denke, in dem Moment hasse ich mich tatsächlich irgendwie selbst. Ja? Das ist so ein Selbstschamgefühl, so ein hast du nicht abgeliefert. So scheiße kannst du nicht gewesen sein. So dicht kannst du nicht gewesen sein. Und das ist echt, das ist schon ein Punkt einfach, wenn man sagt, hassen, Nerven, Thema. Mhm. Ich gehöre selbst dazu irgendwie auch. Aber, ja. Aber das ist wahrscheinlich etwas, was viele nachempfinden können, oder? Also jeder, viele haben doch bestimmt jeder irgendwie so Sachen das, an jeder sich. Hat das. Also, aber komischerweise, ich habe jetzt, wo du das gesagt hast. Hasse ich dich auch. Nee, aber hast du zum Beispiel jetzt in all den Folgen, die wir gemacht haben, rückwirkend, dass du sagst, boah, Kacke, das hätte ich besser nicht sagen sollen, ich bereue es hart. Habe ich zum Beispiel nicht. Doch, eins habe ich schon. Ja? Nein, eigentlich nicht. Wirklich? Aber wo du mir das rausgezwungen hast, so, sag mir jetzt, wer deine große Liebe ist. Ja, ich dachte eigentlich, du sagst meinen Namen. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Das ist das Einzige. Bei Folge 28 sind wir jetzt, oder? Ja, aber warum hat sich angekotzt? Weil du darauf Probleme hattest. Weil es nicht stimmt. Deswegen habe ich's, finde ich scheiße. Weil, wenn es denn so wäre, dann wäre ich schon lange verheiratet und hätte Kinder. Also, es ist nicht die Wahrheit. Punkt, Ende, aus. Und, aber du hast ja damals gesagt, wer deine große Liebe ist, aber das nein, du hast mich gezwungen, das zu sagen. Nein, was heißt gezwungen? Ich stand ja jetzt nicht mit dem, hab dich hier mit Waterboarding bedroht. Doch, oder so. Doch. Nein, aber ich meine, man kann ja trotzdem die große Liebe gehabt haben, aber aufgrund von irgendwelchen Sachen hat es halt nicht geklappt, weil du gesagt hast, nein, sonst wäre ich ja längst verheiratet. Aber so denke ich halt einfach nicht. Echt? Okay. Wäre es das, dann wäre sie da. Ende. Das ist so, ich denke da einfach anders. Aber kann die große Liebe nicht auch einseitig sein? Dass für dich jemand der Wahnsinnsmensch ist, aber du nicht für ihn? Ja, okay. Du hast recht, das stimmt. Das kann man auch so stehen lassen. Das ist richtig. Wo man sagt, das sind nur deine Gefühle. Ich denke jetzt mal so, die große Liebe ist eine zweiseitige Geschichte. Ja, aber sie kann ja trotzdem von dir aus sein. Also ich bleibe ja bei meiner Antwort und sage immer noch, meine große Liebe war Janina. Und wenn du jetzt sagst, hey, dann werdet ihr jetzt verheiratet. Ja, aber ich war es halt nicht für sie. Ja, dann musst du, also für mein Empfinden ist es halt einfach, dann musst du sagen, es war deine große Liebe. Es war nicht die große Liebe, sondern es war deine große Liebe. Ach so, ja, aber ich sehe das halt immer egoistisch aus der Ich-Perspektive und sage, was war für dich die große Liebe? Und dann sage ich das und sie oder das und das. Ja, und genau darüber kann man diskutieren halt, so, wie es jeder sieht halt und so weiter. Ja, aber ich meine ja eigentlich zu diesem ganzen Thema, was mich betrifft, was ganz anderes eben. Das ist so dieses, ich wach manchmal auf und denke mir, Alter, hast du nicht gemacht. Das ist scheiße, das geht nicht, hast dich aufgeführt wie Sau. Aber ich glaube, das kennen wir beide extrem gut. Einfach, ja, so dieses sich selber hassen ist Quatsch. Wir hassen uns nicht, aber dieses... Ich,
Ich differenziere immer noch, wenn ich etwas gemacht habe und ich war dabei nüchtern, hasse ich mich, glaube ich, mehr, als wenn ich weiß, ich habe es im Vollsuff gemacht. Völlig. Wo du sagst, ja, okay, habe ich wieder Kacke gelabert. Aber wenn ich jetzt weiß, ich bin mit jemandem total aneinander geraten und das war total unfair, was ich gesagt habe, und ich war dabei auch noch bei wie heißt es immer, bei klarem Verstand und im Vollbesitz meiner Kräfte. Das ist was ganz anderes. Dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn ich jetzt im Suff irgendwie eine Kacke geschrieben habe per SMS oder habe jemandem irgendeine Scheiße erzählt, dann werte ich das jetzt, dann denkst du dir so, oh ja, okay, war jetzt nicht nötig. Ja, aber du weißt ja nicht, du weißt ja nicht, wie es dieser Mensch wertet an sich, und das triggert ja auch bei dir was an. Also du fühlst dich halt dann auch scheiße, wenn du weißt, egal, ich war totally drunk, ich wach zu Hause auf der Couch auf, weil ich so fertig bin, und dann merkst du auf einmal, okay, du hast gestern irgendwas abgeliefert, was andere Menschen richtig hart scheiße fanden. Das mag ja sein, dass es bei anderen angekommen ist, aber dennoch ist es für mich beruhigender zu wissen, okay, ich habe das total betrunken gemacht, als wenn ich weiß, scheiße, ich habe das total nüchtern gemacht. Klar. Egal, wie das bei jemandem ankommt, ich fühle mich trotzdem besser dabei, dass ich es betrunken gemacht habe, weil ich dann für mich sagen kann, okay, du warst so betrunken, du hast einfach nicht gewusst, was du redest. Als wenn ich weiß, hey, ich bin gestern mit jemandem in der Arbeit total nüchtern aneinander gerauscht und habe ihm die übelsten Sachen an den Kopf geschmissen. Dann denke ich mir, wow, okay. Das finde ich dann beängstigender. Das ist sonnenklar. Ich meine, jeder, wie er sich normal verhält, soll das sich irgendwie im Griff haben. Ja, aber ja, that's it. Trotzdem nervt es mich mal, dass ich mich nicht so im Griff habe, besonders wenn es um Party, Saufen, Eskalation geht. Da sind wir ja keine Kinder von Traurigkeit, muss man jetzt mal sagen, ja. Also ich habe das ja immer so lustig formuliert bei dir, aber man sieht das leider teilweise nicht. Es gibt diese eine unsichtbare Grenze, und wenn die überschritten wird, bist du halt ein anderer Mensch. Und darüber will ich gar nicht reden. Okay. Nein, du hast recht. Nein, aber man sieht das halt nicht kommen. Und ich sag das immer so witzig, so wir reden noch über Weltwirtschaft und im nächsten Moment bist du halt geistig gone. Ja. Und man sieht das aber nicht kommen. Es gibt ja Leute, dann denkst du, okay, jetzt hat er noch drei Drinks und er ist durch. Sondern du bist so ganz, ganz so lalalalalala und auf einmal irgendwas ist passiert. So als wärst du in so einer Zeitschleife und hättest irgendwie so 8 Stunden noch irgendwie mehr auf der Uhr gehabt als wir. Keine Ahnung. Ich trinke nur schneller. Ich sag schon. So wie bei Interstellar, weißt du, du landest auf dem Planeten, vergehen 8 Minuten, aber für mich waren es so irgendwie so 16 Jahre. Irgendwie so muss das dann gewesen sein. Ja, so, und ich denke, hey, ist gar nicht viel passiert, aber du warst irgendwie noch woanders, 3 Jahre in der Kneipe und hast so dir 17 Promille auf den Pegel geknallt. Das ist halt einfach, ich habe eine Alkoholallergie. Das ist das Problem an der Sache, ja. Ja. Keine Ahnung. Ja. Tatsächlich, aber ich meine, wir sind ja beide keine Kinder von Traurigkeit. Also wir haben schon... Ja, also ich bin jetzt mal so frei, um auch zu sagen, du hast auch schon Zustände gehabt, die ungesund waren. Genau, nie, ich auch, nie. Vielleicht ich auch härter, whatever. Gehört auch dazu. Punkt. Ja. That's it? Junge! Was? Ja, pass auf, bevor wir schließen, ich muss dir noch eine Sache erzählen, die ich wirklich hasse. Kennst du das? Du hast was bestellt, du bleibst extra zu Hause. Und auf einmal kriegst du die Nachricht, wir haben sie nicht angetroffen. Ja, genau. Ihr Wichser. Und du denkst, willst du mich verarschen? Ich war die ganze Zeit zu Hause und jetzt komme ich, was ich wirklich richtig aus tiefem Herzen hasse, wenn etwas mit Hermes versandt wird. Ja, ja. Weil ganz ehrlich, Hermes sind die Motherfucker unter dem, richtig. Also ich... Oh, weil die sagen nicht nur, ich habe sie nicht angetroffen und ich bring's beim Nachbarn ab oder in irgendeiner Scheiß. Kein Zettel, kein gar nichts, du musst den Pusimuckel abholen. Nee, sie sagen, ich komme morgen nochmal wieder. Und wenn sie dich dann nicht angetroffen haben, übermorgen nochmal. Und wenn sie dich dann nicht mehr angetroffen haben, dann schicken sie es zurück, die Bastarde. Naja, das stimmt, das ist zum Kotzen. DHL bringt es wenigstens zum Nachbarn oder in irgendeine Filiale, aber die Hermes-Wichser kommen dann am nächsten Tag nochmal zur gleichen Zeit und dann, ja, sorry, nicht da. Und die hasse ich. Wenn irgendwas mit Hermes... Also wirklich, Hermes ist das Letzte. Hermes und GLS, oder wie sie heißen? GLS? Das ist das Gleiche. Ich glaube, ich habe noch nie was mit GLS bekommen. Ich kriege eigentlich immer nur alles über DHL oder über diese Amazon-interne... Die haben ja so eigene Sachen. Genau. Und mal über... Inzwischen muss man sagen. Hast du mal jemals was über UPS bekommen? Die machen nicht so private-mäßig, oder? Doch. Echt? Hab ich auch, klar. Was denn? Über UPS? Frag mir diese Sachen, Alter. Keine Ahnung, habe ich schon bekommen, auf jeden Fall. Ja. Aber
Krass, okay. Generell, diese Entwicklung regt mich natürlich auch total auf. Aber das liegt halt leider daran, dass die Leute scheiße bezahlt werden, Subunternehmersysteme gefördert werden und die Leute einfach nur am Arsch sind, die das machen. Und durch diese Zuwachsgeschichten von Bestellungen, jetzt auch mit Corona, man muss das auch mal ganz klar benennen, dadurch wird es halt auch noch gefördert. Ja, viel mehr Bestellungen, es muss billiger werden, was auch immer. Es wird ja jetzt ein Rekordjahr, haben sie gesagt, was Bestellungen ja, klar. angeht. Und ich meine, selbst die Post, wo man früher gesagt hat, die Post ist ja UPS, oder? Ist UPS? Nein, DHL. DHL ist DHL. Genau, DHL. Das wird inzwischen selbst mit 80% Subunternehmern befeuert. Und diese Menschen sind einfach nur am Arsch. Die müssen sich verschulden, um Fahrzeuge zu kaufen. Die müssen, die kriegen ein paar Cent pro Paket, stopfen die Karre voll mit 200, 250 Paketen und müssen in einem Tag abliefern, fahren 14 Stunden durch die Gegend. Es ist ein Albtraum. Und ja, ich hasse das auch. Du, ich liebe auch Kacke zu bestellen und ich weiß, wann es kommt. Ich habe eine Tracking-Number. Ich kann per Handy gucken, wo das Scheißding ist. Aber das System, das hasse ich. Das ist einfach der Punkt. Aber kennst du das, wenn du in so einer Schleife bist und sagst, okay, ich finde das total schlimm und mir tun die Leute leid, aber ich bestell halt trotzdem, klar, natürlich bestell ich bei Amazon. Ja, aber ich finde es halt geil, auf der Couch zu liegen und auf, was habe ich jetzt Bock, und dann bestelle ich es einfach, ja. Richtig. Weil ich merke wirklich, dass ich so gar keinen Bock mehr habe, irgendwie in den Laden zu gehen groß, und dann denkst du dir, schon. Und besonders nicht jetzt, in der jetzigen Scheißzeit, Mann, wo du sagst, ich will eigentlich fucking gar nicht mehr mit irgendwelchen Menschen irgendwie mich treffen und irgendwas anfassen, oder Corona ist halt die Hölle für den ganzen Consumable-Scheiß, und das profitiert davon auf der einen Seite. Aber leider kommt halt bei diesen Basic-Menschen, Fahrern, Verteilern, kommt nichts davon an. Die werden auch hardcore-mäßig abgefuckt. Und das ist das Schlimme daran. Ja? Weißt du, was mich so aufregt an meiner ganzen Sache ist? Ich will überhaupt gar nichts machen müssen. Ich würde gerne haben, dass du so eine Politik hast, die dafür sorgt, dass alles gut ist und ich nicht. Zum Beispiel, es geht jetzt um irgendwie, wie kannst du Müll vermeiden oder so. Weißt du, ich will gar nicht hergehen und jetzt sagen, ich verzichte darauf oder darauf oder darauf, sondern ich würde gerne, dass irgendeine Regierung sagt, so, das und das und das ist verboten, die Firmen müssen sich jetzt irgendwas überlegen. Sehe ich auch so, auch so. Aber ich leider will nicht auf irgendwas verzichten oder sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, du hast recht. Ich bestelle jetzt nicht mal bei Amazon oder so, sondern ich möchte, dass irgendwie eine Regierung sagt, so, bang, so, pass auf, das und das, irgendwas wird jetzt teurer oder sonst was. Aber ich will einfach in meinem Tun ganz in normal. In deiner Bubble, ja, klar, du willst eine Bubble sein halt. Aber ich möchte so jetzt nicht selbst irgendwie Vernunft übernehmen, sondern ich möchte, dass irgendeine Regierung sagt, das und das ist jetzt so oder die und die Produkte gibt's nicht mehr. So funktioniert die Welt leider halt nicht. Ja, aber ich hasse das. Ich will jetzt nicht auf irgendwas verzichten müssen, nur um dass die Welt besser wird. Ich will, dass irgendjemand sagt, so, es ist so. Weil zum Beispiel, nimm diesen ganzen Verpackungsmüll, ja. Ich würde gerne, dass eine Regierung sagt, so, pass auf, wir verbieten euch jetzt das und das. Ihr müsst euch was anderes überlegen. Genau. Ich fand's auch geil, dass die Plastiktüten rausgenommen haben. Ihr nehmt jetzt Papiertüten. Fand ich einer der geilsten Entscheidungen ever, ja. Aber ich würde noch weitergehen, dieser ganze Plastikverpackungsmüll. Und weil wenn sie das verbieten würden, dann auf einmal findest du wieder irgendein Startup, die eine Möglichkeit gefunden haben, aus irgendwelchen biologischen Stoffen so eine Pseudoplastik-Sache zu schaffen oder so, ja. Und dann wäre alles ja cool. Schon. Aber ich will jetzt nicht hergehen und sagen, na, ich verzichte darauf und darauf und darauf, um ihnen ein Zeichen zu setzen. Weißt du, ich möchte, dass die Regierung sagt, so, das und das und das ist verboten, und dann findet sich immer irgendwas. So nach dem Kriegsmodus, weißt du, immer wenn irgendein Land, also es ist ja immer oft so, dass wenn Kriege sind, dass die Leute am erfinderischsten werden, was alles angeht, weil irgendwas nicht da ist oder sonst was. Und so eine Szenario. Not macht erfinderisch, genau. Das hat man schon mal gesagt. Ja. Eben, und wenn jetzt die Regierung diese Not schaffen würde und sagt, hey, pass auf, Leute, das und das ist verboten, ihr dürft das und das nicht mehr hernehmen für Verpackung oder sonst was. Ja, du, ich verstehe dich schon, aber ich meine, du stehst auch auf Demokratie. Und das besagt einfach, dass Menschen, Startups, Firmen, was auch immer, auch ihre Produkte und ihre Meinung kundtun können. Und das ist halt dann einfach so. Ja, gut, aber und da kommt auch leider marktwirtschaftlicher Bullshit raus. So ist es einfach, ja. Ja, aber ich lebe ja trotzdem in Demokratie, und in dieser Demokratie wurde jetzt trotzdem Plastiktüten bei Supermärkten verboten. Weißt du? Ja, aber du weißt nicht, wie lange es gedauert hat. Ja, aber ich meine, das hat doch nichts mit Demokratie oder nicht zu tun. Ich meine, einfach so ein Sagen, so, doch, das ist jetzt verboten. Pass auf, weil bei der Demokratie gibt es eben auch Lobbyismus. Menschen, Meinungsmache,
Meinungsveränderung mit Geld, ja, was auch immer. Das gehört dazu. Das ist Kapitalismus und auch irgendwie auch Demokratie. Ich finde es selber zum Kotzen. Ja, ich hasse Lobbyismus. Ja, danke. Geiles Statement. Ich hasse Lobbyismus. Das gehört halt auch zu einer Demokratie, dass Menschen sagen können, das finde ich gut und ich beeinflusse dich in meiner Meinung. Das sind die negativen Seiten von Demokratie und so weiter. Ja? Und deswegen wird es nie so sein, dass Leute dir vorkauen, weil sonst wären wir Nordkorea. Was du geil finden sollst und was gut ist und was falsch ist. Und das meiste ist leider auch in dem Faktor falsch, weil da geht es auch nur wieder um Geld. Aber du weißt, was ich meine. Ich finde, man sollte das Gute fördern, indem man sagt, okay, wie wir jetzt gesagt haben, dieser Beschluss, keine Plastiktüten und und. Aber ich will selbst nicht in meinem Leben aktiv werden müssen und extra auf irgendwas verzichten und um zu sagen, so, jetzt mindern wir den Absatz, weil jetzt alle drauf verzichten, sondern ich möchte, dass die Regierung sagt, so und so und so, und dann sage ich, geil, ich kann alles kaufen, ohne mir Gedanken zu machen. So, ich will nicht immer so, zum Beispiel, nimm Fleisch oder sonst was, ich will jetzt nicht so, oh, darf ich das Fleisch kaufen? Ja, nein. Habe ich mich informiert? Wo kommt das her? Ich möchte, dass das jemand regelt und sagt, das, was ich kaufen kann, ist alles cool. Ja, aber so, die Welt ist nicht so schwarz-weiß. Es ist so nicht. Es gibt Menschen, die haben wenig Geld, es gibt Menschen, die haben viel Geld. Und deswegen geht das nicht. Weil wenn du sagst, ich will, dass es alles safe ist und vorgekaut ist und die Rinder, die ich fresse, kommen nur aus Weidehaltung und alle sind glücklich geköpft worden oder geschossen worden, dann kostet halt das Kilo Fleisch einfach 15 Euro und dann essen andere Menschen kein Fleisch mehr. Und so funktioniert das einfach nicht. Es ist nicht so. Und das weiß ich, aber wir haben ja die Folge, was regt mich auf? Und deswegen, genau, das regt mich auf, weil ich habe gar keinen Bock in meinem privaten Leben auf irgendwelche Sachen bewusst verzichten zu müssen, um das Gute zu fördern. Ich möchte, dass sich irgendjemand andersrum kümmert und ich sage einfach... Dann sei nicht so ein Scheißkapitalist. Bin ich doch gar nicht. Ich würde mich ja damit anfreunden. Weißt du, wenn man mir jetzt sagt, da ist ein Supermarkt und hier gibt's nur noch das, 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 das und das und du hast nirgends anders die Möglichkeit, das zu holen. Mhm. Nimm zum Beispiel Amazon und diese ganze Paketverschickerei, weißt du? Das sind arme Schweine und. Aber mir ist es egal, ich möchte einfach was bestellen. So, und wenn sie jetzt irgendeinen Weg finden, dass, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Und wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, ja, weil zum Beispiel du kannst nicht kostenlos was bestellen, was Versand angeht das oder sonst was. Das geht nicht in einer Marktwirtschaft. Das ist mir aber egal. Aber es ist so. Ja, aber ich sag das, weißt du, ich möchte mir keine Gedanken machen. Ich möchte in den Laden reingehen und wissen, egal was ich kaufe, es tut keinem weh, alles ist cool. Ich will nicht dastehen und sagen, ah, das wäre jetzt aber schon geil. Aber ja, dann geh in den Fairtrade-Laden. Nein, ich verzichte drauf, weil... Ja, aber dann weiß ich ja, ich kann es ja trotzdem woanders bekommen. Ich würde Nordkorea-mäßig alles zack weg von diesem Scheiß und alles, was ich kaufen kann, ist cool. Und alle sind happy damit. Nein. Ich kann dir leider nicht zustimmen. Wahrscheinlich wirst du das alles rausschneiden, aber ich kann dir leider nicht zustimmen. Tut mir leid. Es ist einfach so, ich kann nicht zustimmen. Ich werde wieder den Leuten erzählen, wir haben heute Folge 28, erster Beef. Ink. Ich werde den Leuten einfach wieder erzählen, wir hatten Probleme mit deinem Headset und ich musste leider ein bisschen was rausschneiden. Ich habe ihn leider nicht gehört. Was? Hallo? Regie? Freddy? Ich kann ihn nicht. Ach, du stimmst mir zu. Also, nein, kann ich nicht. Aber auch das gehört dazu. Weißt du was? Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, wir hauen auf. Mit dir kann ich nicht reden. Du bist einfach ein Penner. Wir klappen 1,16 Pasta-Kittel. Genau. Und 3, 2, 1. Eins, Clap. Schöne Woche. Ciao, schön war's.